Herzlich willkommen zur ersten Sommerausgabe im Jahre 2020. Wir sind Mitte in der Hälfte des Jahres und am letzten Wochenende ist das Sommer eingezogen. Er ist tatsächlich eingezogen und wir wollen den Weg frei machen heute für schöne Themen, für schöne Momente und für einen Genuss. Alles Themenfelder, die Sie auch in dieser Ausgabe von Smokers Planet finden werden. Nachgeforscht haben wir noch einmal bei Billy Knopf, dem Mann, der hinter der neuen Story von Laura Schabin steckt. Ein imposanter Kopf, ein imposanter Mann, eine imposante Zigarre. Die Premium-Zigarre feiert bei den Aficionados und im deutschen Fachhandel ein absolutes Comeback. Und deshalb ist sie unser Comeback-Produkt des Jahres. Im Artikel, den wir auf Smokers Planet haben, finden Sie noch einmal alle Links mit allen Beiträgen, die wir auf Smokers Planet in Sachen Laura Schawin auf den Weg gebracht haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Weg durch unsere Smokers Planet Ausgabe und die beginnt mit Nachgefragt. Um den Sommer zu zelebrieren, hat sich Villiger für dieses Jahr eine ganz besondere Kreation einfallen lassen, die Villiger Summer Edition. Sie präsentiert sich in einem auf insgesamt 1000 Stück limitierten Dreier-Etui mit hochwertigem Magnetverschluss. Der Reifeprozess der Tabakblätter dauerte mindestens 4 Jahre an. Der Genuss der unter anderem holzigen, ledrigen und romantischen Brüche aus Brasilien lässt sich unter 45 Minuten erleben. Ein langes Geschmackserlebnis für eine milde bis mittelkräftige Robusto. Ja, da sind wir dann bei unserer Nachgefragt-Kolumne. Es ist eigentlich mehr ein Nachfass. Wir fassen noch einmal alles zusammen, was wir bisher zur Laura Schawin seit 2019 auf den Weg gebracht haben. Für uns das Comeback des Jahres, die Laura Schawin und der Comebacker Willi Knopf. Der steht für die Wiederbelebung dieser Premium-Marke. Schauen Sie rein, schauen sich die einzelnen Links an. Wirklich wunderschöne Geschichte und vor allen Dingen, sie lebt, sie ist da und sie begeistert. Unter Intro, die Camacho Liberty Series 2020 präsentiert ihre 18. Serie. Ein Hommage an die Gründung und Geschichten der USA. Start, ja, fast natürlich am 4. Juli des Jahres. Die Oetinger Davidoff AG schließt ihr Geschäftsjahr 2019 erfolgreich ab. Die Basler setzen weiter auf Pioniergeist und Innovation. Oetinger Davidoff konnte 2019 ihre Stellung als führender Anbieter im globalen Premiumzimmer ausbauen. Dafür auch verschiedene Gespräche mit Beat Hauenstein, dem CEO des Hauses Davidoff. Da kommen wir in eine ganz andere Kategorie. Die Tabakerhitzer scheinen sich jetzt den Markt wirklich breitflächend zu erobern. Neben IQOS kommt jetzt Klo von BAT, ein Tabakerhitzer, der mit Aromakapseln in den Markt drängt. Hiram & Solomon Cigars, ein ganz ungewöhnliches Konzept. Das sind die Freimaurer unterwegs und das hört sich richtig schön an. Das müssen Sie Geschichte mal nachverfolgen. Und die Zigarren dazu sind ebenfalls richtig gut, richtig empfehlenswert. Eine ganz tolle Firmengeschichte. In Deutschland vertreten durch Werner Casagrande. Groß, größer am größten, so groß sind die Camel und Winston-Zigaretten. JTI bringt die ersten Großpackungen mit mehr als 50 Zigaretten auf den Markt. Das ist eine voluminöse Weiterentwicklung der Big Patches. Mitmachen, gewinnen bei uns pünktlich zum Deutschen Whisky-Tag bringt die Brennerei Ziegler den ersten 10-Jährigen auf den Markt. Der Aurum 1865, der First Single Malt Whisky, steht vor dem Verkaufsstart und bei uns bei Smokers Planet ist er im Gewinnspiel und für Sie gewinnbar. Und da schon entdeckt sind wir noch einmal bei Cooking for Friends. Da haben wir noch mal reingehört und reingeschaut, was denn die Schauspieler zu ihrem Zigarrenverhältnis auf den Weg gebracht haben. Und da kann man sagen, die Schauspieler schätzen den Zigarrengenuss. Wolfgang Fierak, Hannes Jennecke und Max Tietow bekennen sich zum Zigarrengenuss und haben auch die Carlos André Kest-Off bereits ausgezeichnet. Und da trinkt man, da kommt jetzt einiges auf uns zu. Einmal gibt es einen Wettbewerb um die besten Rieslingweine in Deutschland.
Da wurden 2017 Weine verkostet. Einfach mal durchlesen, ob Sie Ihren Liebling dabei finden. Osborne Brandys, ja, die schenken auch vielfältiges Geschmacksvolumen ein. Blaues Blut, grüne Reflexe. Schauen Sie auch mal nach Osborne Brandys. Die Deutsche Brauwirtschaft hat 12 Betriebe ausgezeichnet und den Bundesehrenpreis für das Bier verliehen. Die Irish Whiskey-Leute sind auch wieder mit einer neuen Produktion, das heißt mit einem neuen Partner aus dem Süden Irlands im Markt. Aber diesmal geht es um einen Gin. Ein 10-jähriges Jubiläum feiert Perola und zu diesem Jubiläum gibt es zwei limitierte Rums. Crystal Heads Wodka, bekannte Farbe, eine ganz bunte Geschichte. Ein kanadischer Premium-Wodka, der ab Juli im Markt verfügbar ist. Kirch importiert eine schottische Bierbrauerei. Das sind ganz neue Ambitionen dieser Brauerei in Deutschland. Und dann kommen wir zu dem Tommitol Sherry. Das ist ein Sherry aus den Highlands in Schottland. Was ganz Besonderes. Einfach mal nachlesen, was es da zu erobern gibt. Jetzt kommt auch Ramazzotti noch mit einem Sambuca. Sie kennen das ja, Sambuca auf Eis oder Sambuca mit den drei Kaffeebohnen. Und der Top of the Week, 80 Jahre und immer noch voller Elan, das ist die Geschichte mit Hauser. Die Augsburger Hauser GmbH feiert 8 Jahrzehnte am Markt und solange es Genuss gibt, wird es Hauser geben. So die mutige Aussage aus der Geschäftsführung des Hauses Hauser. Der Hingucker der Woche. Da sind wir in Schlitz. Tradition im Einklang mit heute. Schlitzer Whisky Relaunch 2020 und das auch passend zum Tag des deutschen Whiskys. Die Schlitzer Destillerie präsentiert aktuell ihr Whisky-Sortiment im neuen Design und erweitert das Portfolio. Und da besuchbar, da haben wir eine Information zu eurem virtuellen Zigarrenabend auf eine Zigarre mit Manuel Hinault. Zigarren-Event für Fachhändler per Videokonferenz, aber Sie dürfen das auch als Endverbraucher bei uns nachlesen. Eine Ankündigung: Rostock darf es erleben. Rike Sampe von Kleinlagervertrieb kommt nach Rostock und hat Casadakli im Gepäck. Rostock darf es erleben. Rike Sampe von Kleinlagel kommt mit Casadakli im Gepäck. Ein Tasting der besonderen Art. Schon mehrfach in dieser Information auch erwähnt, der vierte Tag des deutschen Whiskys findet am 27. Juni statt. Und da sind 41 Brenner in Deutschland gemeinsam vereint. Ja, aber alles virtuell oder mit Abstand. Und da Drinks en Main, auch ein Highlight oder das Highlight des deutschen Whiskys am Tag des deutschen Whiskys, die St. Killian Signature Edition 5 ist da. 5 verschiedene Eichenfässer und eine sensible Markteinführung sind hier in der Hauptrolle. In unserem Media Center, da präsentieren wir Ihnen noch einmal das Video der letzten Woche und der Partner der VIP-Lounge, das ist das Tabakom in Stuttgart, die Casa de la Habana in Stuttgart und das ist Sigi Schäuble und der hat schon geschrieben, dass er sich total begeistert fühlt, dass er ständig auf Smokers Planet diese Erwähnung findet. Wir haben dann auch zu bieten: rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Und da dürfen Sie gerne blättern, blättern, blättern. So, das war die aktuelle Smokers Planet Ausgabe. Schöne Themen. Liebe Genießerinnen, liebe Genießer, der Sommer 2020 lädt uns ein und wir freuen uns darauf. Tatsächlich. Die Wetterprognosen stehen auf fantastisch für die kommenden Tage und laden zu dem einen oder anderen Smoke im Freien ein. Haben Sie festgestellt, dass die Spirituosenfreunde ganz schön Gas geben und den Sommer zu ihrem zentralen Erfolgszeitraum machen wollen? Also, wir können das nachempfinden, aber neue Kreationen zeigen Kreativität dieser Branche und das wird dieser Branche, glaube ich, auch abverlangt. Doch nochmal zurück zur Tabakwarenbranche. Ist es nicht schön, wenn ein Unternehmen wie die Hauser GmbH 80 Jahre am Markt feiert und gleichermaßen mit Elan in die Zukunft startet, in der Gegenwart total präsent ist? Glückwunsch, klasse. Wir starten in den zweiten Teil der Kalenderwoche 26. Wir feiern heute Parkfest draußen mit einem schönen Getränk, mit einer schönen Zigarre. Die Pfeife habe ich heute Morgen schon hinter mir. Leben Sie das Leben und freuen Sie dem Genuss und bis zur nächsten Ausgabe, Ihr Klaus-Peter Will.